Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Heute erscheint ein neuer DLC für Europa Universalis 4 namens Origins. Gleichzeitig, wie gewohnt, auch ein größerer Patch, der Patch 1.32. Diesen Patch stelle ich in einem gesonderten Video vor, also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch auch dieses Video unbedingt an. Hier in diesem Video jetzt soll es um Origins gehen, also um das neue DLC. Das Ganze ist ein Immersion Pack, das heißt, es ist kein großes DLC mit neuen Spielmechaniken, sondern konzentriert sich auf eine Weltregion und leuchtet die mehr aus, baut die aus über Missionsbäume, über Ideen, über Events, über neue Einheiten und ähnliches. Ihr seht es schon am Bild, es geht um Afrika, es geht um die Länder und Kulturen südlich der Sahara. Das Ganze wird bei Steam rund 10 Euro kosten. Wie gewohnt könnt ihr bei meinem Keyshop-Partner GamesPlanet ein bisschen Geld sparen. Regulär 10% und mit dem Rabattcode AFRISTEIN bis zum 28.11. noch 4% mehr. Wenn ihr den Link für euren Einkauf nutzt in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar, dann unterstützt ihr diesen Kanal und diese Art Videos. In dem Zusammenhang noch ein weiterer Hinweis, bis zum 15.11. gibt es auch noch eine spezielle Promo-Aktion zu Europa Universalis 4 bei GamesPlanet. Da gibt es den gesamten EU4-Katalog deutlich reduziert, also die beste Gelegenheit, um vielleicht DLCs nachzukaufen, die ihr noch nicht besitzt. Auch hierfür würde ich mich freuen, wenn ihr den Link nutzt. Einen der Links ist am Ende egal für euren Einkauf. Vielen Dank schon mal dafür und nun steigen wir ein in die Vorstellung dieser DLC-Inhalte und das mache ich wie gewohnt ja anhand des Spiels. Ich kann euch das schon im Spiel zeigen. Also, im Prinzip, wenn man das hier mal auf der Karte sich anschauen will, sind es vor allem diese Länder, um die es hier geht. Und zentraler Bestandteil dieser Art von Immersion Packs ist es natürlich, dass viele dieser Länder große neue Missionsbäume erhalten haben. Ich will euch auch am Ende, sage ich mal, dieser ersten Überblicksinformation, die ich euch gebe, auch am Beispiel von drei Ländern mal diese Missionsbäume im Detail zeigen. Jetzt will ich kurz die Länder nennen, die also besonders, ich sag mal, empfohlen werden, sie zu spielen, aufgrund eben dieser interessanten neuen Missionsbäume. Das ist einmal Mali, ein sunnitisches Königreich, Songhai, ein sunnitisches Sultanat, dann Ajuran, ein sunnitisches Imamat, also eine Theokratie, dann natürlich Äthiopien, das hier schon ein bisschen anders aussieht, weil ich da was gemacht habe, dazu kommen wir gleich, Äthiopien, ein koptisches Kaiserreich, Kongo, hat einen großen neuen Missionsbaum erhalten, ein Stammeskönigreich, ein fetischistisches, Kilwa oder Swahili, ein sunnitisches Sultanat und Mutapa oder auch Simbabwe, später dann, wenn ihr es schafft, ein großes, wichtiges Stammeskönigreich. Das sind die Länder, die wirklich ganz große, umfangreiche Missionsbäume erhalten haben. Es gibt aber auch noch Länder, die kleinere, auf jeden Fall spezifische, individuelle Missionsbäume bekommen haben. Und das ist Jolof, das haben wir hier. Das ist Mossi und Hausa, die kann ich euch noch nicht zeigen, weil die erst gegründet werden können oder entstehen. Was ist noch dabei? Oyo ist dabei, gehört zu diesen kleinen Ländern. Und Adal, der große Gegenspieler von Äthiopien. Ansonsten haben alle anderen Länder neue, angepasste regionale Missionsbäume. Und zwar ist das aufgeteilt in vier Regionen. Einmal Westafrika, das sind diese Länder hier. Dann Zentralafrika, diese hier. Horn von Afrika, diese. Ganz grob jetzt mal. Und Ostafrika, diese. Also das sind vier regionale Missionsbäume. Außerdem gibt es eine Reihe von neuen formbaren Ländern, die ich jetzt einfach nur mal nenne. Kitara, Nubia, also Nubien, das frühere, Aksum und Rotzwi und Israel. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Afrika zu tun, aber das möchte ich erwähnen. Hängt auch damit zusammen. Das ist nämlich einen, also das ist dann ungefähr hier, dass der Judaismus, also das Judentum als Glaube, erstmals in Europa Universalis 4 eine eigene Spielmechanik bekommen hat mit diesem DLC. Und das will ich euch nämlich als nächstes schon mal zeigen. Und deshalb habe ich hier nämlich auch schon ein bisschen an der Karte manipuliert. Es gibt am Anfang nur, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zwei Provinzen, die jüdischen Glaubens sind. Die liegen in Äthiopien.
Und die kann man am Spielbeginn entlassen. Also dieses Land namens Semien. Und wenn man dann das Land wechselt, dann kann man quasi von Anfang an mit Semien, mit dem jüdischen Glauben spielen. Und das habe ich jetzt hier schon mal getan, weil ich euch eben diese Glaubensmechanik einmal zeigen will. Also, das hier, das ganze Prinzip ist jetzt neu, wie das hier funktioniert beim jüdischen Glauben. Das funktioniert im Grundsatz, also von der Kernmechanik, ähnlich wie beim Protestantismus. Es gibt hier in diesem Falle drei Tora-Bereiche, aus denen man Aspekte wählen kann. Um so eine Wahl zu treffen, braucht man meines Wissens 100 Kirchenmacht, genau. Und diese Kirchenmacht oder Glaubensmacht, ich glaube, das ist dasselbe, die seht ihr hier, die steigt an, das ist ein Punktewert. Und das basiert auf dem, auf dem Einkommen eurer Machtpunkte. Der wird durch 10 Kirchen. Das wird durch 10 geteilt. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann spielt auch noch die Glaubenseinheit irgendwie eine Rolle hier. Religiöse Einheit, genau. Hier gibt es entsprechend Abzüge. Wie auch immer, wenn ihr diese Punkte zusammen habt, dann könnt ihr hier diese Aspekte, diese Tora-Aspekte in euer Land integrieren oder sie wichtig machen. Und die können wir uns mal anschauen. Da gibt es so ein bisschen auch noch weitergehende Spielmechaniken, die damit zusammenhängen, und zwar hier bei dem im administrativen Bereich sind wir jetzt, glaube ich, genau. Da kann man bestimmte Feste etablieren. Wenn man das tut, gibt es erstmal so Boni, aber man kann diese Feste dann auch noch auslösen. Ich glaube, alle 5 Jahre für 200 Glaubensmacht. Und diese Feste haben dann noch zusätzliche Boni, also zum Beispiel +1 Stabilität. Oder hier +20 Reformfortschritt, +5 Legitimität, +5 Anspruch des Thronfolgers beim Simchat Torah-Fest oder beim Sukkot-Fest. 0,3 Jahre Einkommen und -1 Inflation. Also im Prinzip Geld plus reduzierte Inflation. Es gibt auch im militärischen Bereich Feste. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dann man hier entsprechend auswählen kann, ob das hier auch noch dazu kommt. Hier gibt es natürlich militärische Boni, und bei diesen anderen Festen gibt es auch noch zusätzliche Effekte, wenn man dieses Fest vermutlich auslöst. Das konnte ich noch nicht ausprobieren. Die ganz interessant sein können. Jede gewonnene Schlacht verringert die Kriegsmüdigkeit um 0,05. Jeder gewonnene Krieg gibt uns 10 Glaubensmacht beim Purimfest und so weiter. Ja, und hier in der Mitte, das ist der diplomatische Bereich. Das ist ganz interessant. Auch hier gibt es so einen Standardbonus. Und hier geht es um das Thema, wie steht man diplomatisch zu den Ländern mit den anderen abrahamitischen, mit dem anderen abrahamitischen Glauben. Also wenn man die jüdische Gemeinschaft wählt, dann ist es eher intern orientiert. Also keine jüdische Provinz, auch wenn sie eine andere Kultur hat, erleidet irgendwie Malus. Wenn man sagt, wir wollen die abrahamitischen Wurzeln stärken, dann ist es so, wenn man christliche und muslimische Provinzen hat, dann wird der Malus ausgeglichen gewissermaßen. Oder man sagt Heimat der Juden, jede nicht-theokratische christliche oder muslimische Nation erhält +35 Meinung. Da kann man sich also mit den anderen gut stellen. Das ist nochmal so ein Sonderaspekt dieser Tora-Aspekte. Ja. Es gibt eine Reihe neuer Events dann, wenn man jüdisch ist, Wiederaufbau des dritten Tempels, Feiertage, religiöse Fragen und so weiter spielen eine größere Rolle dabei. Gut. Neben diesen Missionsbäumen, neben diesem jüdischen Glauben und natürlich diverser neuen Ideen, also alle, die Missionsbäume bekommen haben, aber auch viele andere Länder mehr, die haben dann neue eigene nationale Ideengruppen bekommen, gibt es natürlich auch wieder neue Einheitenbilder, nenne ich mal, oder Einheitentypen, die ich euch hier mal einblende, weil ich sie euch so in allen Zeitaltern zeigen kann. Ja, da haben wir die kongolesische Gruppe. Ich glaube, das ist die ähnliche Aufteilung in diesen vier Regionen, diese vier Regionen, die ich euch eben gezeigt habe. Da haben wir die Ostbantu-Gruppe. So sehen diese Krieger aus. Wir haben die Great Lakes-Gruppe, die der großen Seen. Wir haben die südafrikanische Gruppe, und außerdem gibt es noch neue Sprites für die Missionare. Und einmal, also links seht ihr logischerweise den fetischistischen, ja, Missionar klingt in diesem Falle ein bisschen komisch, und rechts den koptischen Missionar. Außerdem gibt es auch neue Beraterbilder, wobei ihr seht, das ist so ein bisschen durchmischt, denn
Mit diesem DLC kommen jetzt auch Beraterbilder noch für die Aborigines, für Südostasien und Polynesien mit dazu, die sie im letzten DLC nicht geschafft haben. Außerdem sind noch zwei neue Musikstücke mit jeweils so 10 Minuten Musik, also insgesamt 20 Minuten neue Musik mit dabei. Soweit erstmal also zu diesen Sachen, das ist der Überblick und jetzt gehen wir mal ein bisschen in den Kern hinein dieses kleinen DLCs, nämlich die Missionsbäume. Ich habe euch von den vielen Ländern, ich habe euch die vielen Länder schon genannt. Wir starten einfach mal mit Mali und schauen uns das an. Ich wechsle mal kurz auf dieses Land. So, und da sind wir bei Mali und zu Mali muss man sagen, dass das natürlich eine berühmte große Macht in Afrika gewesen ist, aber zu diesen Zeiten, in denen das Spiel startet, eigentlich hat es schon den Höhepunkt der Macht und der Entfaltung überschritten. Es ist auf dem absteigenden Ast und dementsprechend startet man mit Mali auch, wenn man es ein bisschen laufen lässt, mit einer Krise. Die startet also am Monatsanfang Dezember 44, nämlich Niedergang von Mali. Ihr seht es, was diese Krise für Auswirkungen hat. Erhöhte Unruhe, erhöhte Stabilitätskosten, erhöhte Autonomie monatlich und verringerte Karawaneneinfluss. Außerdem gibt es eine Menge von unangenehmen Events, Revolten hier und da. Also man hat da wirklich zu kämpfen. Man kann natürlich aber dagegen angehen und das läuft dann über den umfangreichen Missionsbaum, den Mali hat. Der teilt sich auf so in drei Bereiche. Einmal gewissermaßen so Rückeroberung der alten Grenzen. Zum zweiten eben dieses Desaster bekämpfen und zum dritten, ja, das ist noch so ein bisschen das Thema Flotte und Kolonialisierung. Aber wir schauen uns mal ein bisschen genauer an, wie das läuft, um dieses Desaster zu bekämpfen. Ich greife mal voraus, da muss man hier unten ankommen. Malische Autorität, da ist die Belohnung. Die Katastrophe, Niedergang von Mali endet und Mali erhält ein zweites goldenes Zeitalter. Und um dorthin zu kommen, muss man also diesen Strang schaffen und hier sich runterarbeiten. Und was bedeutet das? Zuerst hat man einen neuen Mansa, einen neuen Herrscher, den man erstmal als Anführer einsetzen muss. Und dann muss man als nächstes Bambara beschwichtigen. Das ist, glaube ich, eine Provinz. Dort muss man, was ist die Aufgabe? Dort muss man die Entwicklung auf 15 erhöhen und die Autonomie erhöhen, um sie erstmal zu beruhigen. Dadurch bekommt man Ansprüche. So, diese Ansprüche sollte man dann durchsetzen, integriert Songhai und die Rückeroberung Timbuktus. Das sind dann Eroberungsmissionen, ihr seht es hier. Also diese entsprechenden Gebiete müssen dann erobert werden, die entsprechenden Provinzen im Besitz sein. Hier bekommt man Stabilität und da gibt es noch ein Sonderereignis und hier ebenso das Schicksal von Timbuktu. Ja, und dann kann man sich an den Wiederaufbau des Reiches machen. Hier muss man nicht nur das alles erobert haben und integriert haben, sondern man braucht eine bestimmte Anzahl von Entwicklung, 350 seht ihr hier, und eine bestimmte Anzahl von Provinzen im eigenen Besitz in verschiedenen Regionen. Wenn man das geschafft hat, dann gibt es weitere neuere Ansprüche. Man erhält den Regierungsrang Kaiserreich und einiges mehr. Und das ist die Voraussetzung, um dann hier unten hinzukommen. Auf der anderen Seite muss man innenpolitisch dann ein bisschen was erreichen. Kompetenter Hof finde ich ganz hübsch. Man braucht ein mindestens monatliches Einkommen von 6 Machtpunkten in allen Bereichen. Das heißt, man muss sich entsprechende Berater ranholen. Dann muss man die Gunst der Stände erringen. Das heißt, bei allen Ständen 60 Loyalität haben. Und Umgang mit Kabu. Das ist, glaube ich, auch eine Stadt oder eine gewisse Provinz. Da muss man irgendwie die Kultur akzeptieren oder konvertiert haben und eine gewisse Entwicklung muss da sein. Und dann kann man das hier etablieren. Weiter geht's, wenn man dann diesen Bereich hier geschafft hat, zur Großmacht Westafrikas. Aber vorher kommt hier nämlich noch was Wichtiges, Gold und Elfenbein. Hier startet noch so ein kleiner Baum. Hier muss man versuchen, diese Provinzen mit Gold und Elfenbein auf eine bestimmte Grundproduktion zu bringen. Und dann gibt es ein neues Ständeprivileg, kontrollierter Goldabbau und ein sehr wichtiges Ereignis, hochwertiges Elfenbein aus
Mali. Da kann man sehr, sehr viel Geld mit verdienen. Dann muss man, wie das große Vorbild Mansa Musa, Großzügigkeit zeigen. Da muss man gegenüber bestimmten Fraktionen Geschenke verteilen, Geschenke machen und bekommt dann so einen Modifikator großzügiges Reich, was einem hilft, Beziehungen zu verbessern. Ja, und dann kann man zur Großmacht Westafrikas aufsteigen. Hier ist dann die Voraussetzung, dass es keine europäische Nation gibt, die mehr Gesamtentwicklung als Mali hat. Auch ganz spannend. Ja, und dann gibt es den Bonus Beschützer von Afrika mit viel Moral und reduziertem Prestigeverfall. Hier links, das ist doch, also hier oben ist noch ganz interessant, da gibt es einen kurzen Baum, da gibt es eine Entscheidung, die man am Anfang treffen muss, ob man den Religionsweg wählt oder den Toleranzweg mit unterschiedlichen Auswirkungen. Und hier, das basiert, also hier muss man erstmal eine Handelsflotte aufbauen und Jolof unterwerfen. Hier, da geht es um die Westküste. Und das basiert auf so einem Mythos von Mansa Ko Mamadi, der möglicherweise Südamerika entdeckt hat, lange bevor die Europäer das getan haben. Dafür gibt es, glaube ich, keinen richtigen Beleg, aber das kann man hier so ein bisschen nachempfinden, was ich eine sehr schöne Sache, was mir sehr schön gefällt. Ja, genau. Also Suche nach der neuen Welt braucht man dort als Ideengruppe, glaube ich. Und dann gibt es ein Ereignis, die Suche nach der verlorenen Flotte, und man kann dann eine bestimmte Mission abschließen, um dann Land zu entdecken. Guck mal, Mardis Geheimnis. Achso, das kommt dann automatisch, alles klar. Dann muss man da wahrscheinlich rüber segeln. Ah ja, ja, alles klar. Wir müssen einfach nur eine Provinz dort entdecken. Und dann haben wir Koma Mardis Ambitionen. Das heißt, man muss dort dann kolonialisieren. Weit ist es ja nicht. Das kann man schon mal festhalten. Jo, und hier ist da noch so ein bisschen also Kontakt mit Europa. Europa erreichen, Handelsmacht bis in die Ligurische See ausbauen. Und dann kann man eine Pilgerreise machen. Und zwar nicht nur nach Mekka, sondern hier in diesem Falle auch nach Europa. Dafür braucht es aber weitgehende Voraussetzungen. Unter anderem monatliche Erträge von mindestens 50 Gold. Das ist einiges. Und Berater Stufe 3 in allen Bereichen. Ja, also das war ein grober Überblick über diese malischen Missionen, was man hier mit Mali erleben kann. Als zweites Beispielland habe ich mir Äthiopien rausgesucht, und da wechsle ich jetzt ebenfalls kurz einmal hin. So, und dann schauen wir uns mal Äthiopien an. Äthiopien ist natürlich besonders interessant, weil es halt den koptischen Glauben hat, ein Kaiserreich ist. Also einen sehr speziellen christlichen Glauben in dieser Region. Sehr einmalig das Ganze. Und dementsprechend groß sind auch die äthiopischen Missionen. Themen dieser Mission ist einmal, ja, so ein bisschen Orientierung an dem alten Aksumitenreich, dem Reich von Aksum, das so ungefähr in diesem Gebiet sich in der Spätantike ausdehnte. Das kann man sich zum Vorbild nehmen. Dann so hier im mittleren Bereich geht es um die Befreiung der Kopten in dieser Region im Mittleren Osten. Und hier geht es um den Kontakt mit den Europäern. Dazu muss man sagen, dass Äthiopien zwei noch etwas speziellere Spielmechaniken hat. Das eine ist, dass Äthiopien eine sogenannte Wanderhauptstadt hat. Und das ist basiert auf einer Regierungsform, die wir uns, warte mal, die können wir uns direkt mal angucken. Hier finden wir das. Hier, die Negusa-Nagast-Monarchie. Und ihr seht es hier unten, hat eine Wanderhauptstadt. Die zweite Besonderheit seht ihr auch schon, erlaubt die Rekrutierung von Kawa. Bei der Wanderhauptstadt, man kann relativ einfach und günstig die Hauptstadt verlegen. Dort, wo eine Hauptstadt existiert, und ich glaube, es bezieht sich dann immer auf die gesamte Region, genau, da hat man einen Bonus. Wandernde Hauptstadt, Unruhe minus 2, ihr seht es, minimale Autonomie minus 15 und so weiter. Ziemlich große Boni. So, hier sind wir, glaube ich, außerhalb der Region. Da haben wir diesen Bonus nicht. Eigentlich im Entwicklertagebuch stand, dass dort, dass überall sonst diese Region einen Malus entsprechend haben.
aufgrund dieser Wanderhauptstadt. Also da ist eben die Hauptstadt nicht in der Nähe, deswegen profitiert sie nicht davon, beziehungsweise da ist es dann schwieriger als in einem normalen Gebiet. Und insofern ist die Idee dieser Spielmechanik, dass man regelmäßig oder dass man einfach die Hauptstadt verlegen kann, um dort in bestimmten Gebieten, die man jetzt besonders fördern will, vor Ort zu sein. Das ist so das Grundprinzip. Das Problem, was ich jetzt habe, ich habe nirgendwo diesen Malus, diesen negativen Modifikator gefunden. Normalerweise hätte ich gedacht, das geht nach Regionen, so habe ich es verstanden. Aber scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Also hier Regionen, das sind die Regionen im Spiel. Da sehen wir sie. Und hier, das würde passen mit Äthiopien. Aber normalerweise hätte ich den negativen Modifikator finden müssen. Habe ich nicht. Vielleicht haben sie es auch rausgenommen, weil es irgendwie doof ist, weil es keinen Spaß macht, weil es bei einem großen Land dann zu schwierig wird. Oder es taucht tatsächlich auch erst bei einem größeren Äthiopien auf. Ich weiß es nicht genau. Das muss ich vorweg sagen. Der Grund, warum das wichtig ist, das ist, weil man mit einer Mission, und wenn das nicht da wäre, wüsste ich nicht, warum das eigentlich motivierend ist, das abschaffen kann, nämlich überzentralisiert den Staat. Hier bekommt man nämlich dann das Ereignis Errichtung einer dauerhaften Hauptstadt, und bisher bin ich davon ausgegangen, dass das wichtig ist, dass man das erreichen kann, damit man diesen allgemein negativen Modifikator, den ich jetzt hier nicht finde, wegbekommt. Nun gut, das sei mal dahingestellt, da setze ich mal ein kleines Fragezeichen hinter. Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass man die Hauptstadt einfacher versetzen kann, aber allerdings nur alle 5 Jahre geht das. Die zweite Besonderheit ist der Äthiopier, dass sie eine spezielle Einheit ausheben können, die so ein bisschen funktionieren wie die Janissaren. Hier, man kann Kawa ausheben. Das orientiert sich an der Entwicklung in der jeweiligen Provinz, und also dementsprechend kann man mehr oder weniger Einheiten ausheben. Ich glaube, 6 Regimenter ist immer das Minimum, und man muss dafür 30 Militärmachtpunkte allerdings bezahlen. So, das sind so kleinere, speziellere Spielmechaniken. Jetzt kehren wir aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema, nämlich diesen Missionen. Aber die Kawa kommen nämlich hier tatsächlich unten auch nochmal vor, deswegen habe ich sie erwähnt. Die kann man trainieren. Um das abzuschließen, braucht man 30 Kawa-Regimenter, 40% Armeeprofessionalität, eine gewisse Armeetradition und mehr als ein General. Und dann gibt es, und das ist noch eine Besonderheit, da gibt es noch 2 neue Adelsprivilegien, die mit diesen Kawas zu tun haben entsprechend. Gut, diese Aktsumiten-Missionsbäume, die sind so klassische Eroberungsmissionen, würde ich sagen. Also hier muss man Tigray dann erobern, genau. Allerdings muss man es dann auch 5-mal verbessern, das ist noch so ein Sonderding. Hier muss man Massawa dann erobern und auch das 5-mal verbessern. Hier gilt es, hier unten Eroberung zu erringen. Dann soll man das Horn vereinen, aber vorher muss man diese Eroberung hier noch getan haben. Also da geht es um die Stämme in den Bergen. Und dann kann man eben das Horn vereinigen. Man bekommt dann immer weitere Ansprüche. Das ist so klassisch, wie häufig so Eroberungsmissionen hier funktionieren. Basis in Arabien ist dann das nächste Ziel, Mokka zu besitzen, hier drüben, was dann neue Ansprüche bringt. Und dann heißt es, die Vergangenheit zu überwinden. Das Reich unserer Ahnen mag gefallen sein, doch ihr Erbe lebt weiter. Ja, da muss man nämlich die Zentralisierung dann abschließen, diese ganzen Eroberungen geschaffen haben. Und 25 Provinzen müssen in Arabien durch Äthiopien gehalten werden. Das ist die Besonderheit. Das ist eine von 3 Voraussetzungen, um dann hier ganz unten zum Ziel zu kommen. Dieser mittlere, der ist religiös orientiert. Hier geht es um die innere Rebellion der jüdischen Fraktion hier, Gideons Rebellion, die muss man niederschlagen. Man muss eine religiöse Einheit von mindestens 75% erzwingen, braucht dann einen Theologen oder einen Inquisitor. Dann hat man die religiöse Einheit hergestellt und dann klärt man intern die Sabbatfrage. Die Frage, ob nur Sonntag Feiertag ist oder auch am Sonnabend, eine entscheidende Frage. Und dann kriegt man Fortschritt in der Regierungsreform.
Ja, hier baut man eine Armee auf, erobert ein bisschen den Süden. Kaffas Reichtum ist hier das Thema. Genau, da muss man dann entsprechend in Kaffa und in Damod die Grundproduktion erhöhen. Und dann hat man die Voraussetzung, hier auf den Märkten des Westens zu agieren. Und da sind wir bei dem linken Bereich, der Kontakt mit dem Westen. Als erstes muss man sich einen Zugang zum Roten Meer verschaffen, dann eine kleine Flotte aufbauen, 80% des Schiffslimits. Und dann muss man Portugal entdecken dort und hat dann ein Ereignis und steht dann in Kontakt mit Portugal und bekommt eine Bündnismöglichkeit, auch ganz traditionell mit den Portugiesen. Ich glaube, war es nicht historisch andersrum, dass die Portugiesen die Äthiopier entdeckt haben? Auf jeden Fall gab es diese Verbindung. Markt des Westens, das ist dann der nächste Schritt. Da braucht man eine bestimmte Anzahl von Handelsmacht im Golf von Valencia, in der Ligurischen See, im Golf von Venedig und bekommt dann höhere Handelseffizienz und Einfluss und ein bisschen Geld. Und dann kann man die Ideen des Westens übernehmen, bekommt einiges an Machtpunkte und Innovationsfähigkeit und kann dann die Armee modernisieren. Dafür muss man unter anderem 80% Armeeprofessionalität haben und eine hohe Armeetradition. Als Bonus erhält man dann ein Ereignis, Modernisierung einer Armee. Hier ist noch die Voraussetzung, sich Ägypten zu bemächtigen und Antiochia zu erobern. Da ist man dann schon ein wirkliches Großreich. Und dann wird man ein gesegnetes Reich. Auch natürlich wieder unter schwierigen Voraussetzungen, religiöse Einheit 80% bei einem Großreich auch nicht so einfach zu erringen. Ja, und das gesegnete Reich bringt dann deutlich höhere Rekrutenreserve, Toleranzware, Glaube +3 und -15% Stabilitätskosten. Soweit zu den Äthiopiern. Als letztes Beispielland habe ich mir dann nochmal hier Swahili oder Kilwa, wie es im Englischen komischerweise immer heißt, rausgesucht, weil das nochmal ganz interessant ist, weil das hier Handels, vor allem Handels- und Seefahrt beinhaltet. Ich wechsle einmal. So, und da sind wir hier in Swahili und anders als bei dem Missionsbaum eben, gibt es jetzt kein zentrales Ziel ganz unten, das zu erreichen ist, sondern das gliedert sich in verschiedene Themen auf, die unabhängig voneinander funktionieren. Links, da geht es so ein bisschen um die Goldreserven des Südens, die Kolonisierung Südafrikas und den Handel mit der Westküste. Dann haben wir hier in der zweiten Spalte die Entwicklung des Kernlandes, in der dritten Spalte so ein bisschen die Eroberung des Küstenlandes und Sansibar. Hier haben wir Madagaskar und das hier richtet sich dann weit nach Osten in den Indischen Ozean. Das können wir uns jetzt mal im Detail ein bisschen anschauen. Also was die Goldprovinzen im Süden betrifft, annektiert Sofala ist der erste Schritt. Also hier geht es um das Ausgreifen. Da kriegt man natürlich weitere Ansprüche. Dann geht es um Simbabwes Gold. Da muss man 5 Provinzen in bestimmten Gebieten erobern und bekommt dann dementsprechend ein Privileg, kontrollierter Goldabbau. Das haben wir schon bei einem anderen Land mal gesehen. Und man erhält einen Konquistador, mit dem man dann im Süden diese ganzen Ländereien weiter erkunden und dann auch kolonisieren kann. Das ist dann nämlich das größte Thema, unerforschter Süden. Wir haben nämlich, dadurch, dass ich hier Fog of War ausgeblendet habe, sind hier manche Sachen schon erfüllt, die man normalerweise erst durch Erkundung erfüllen kann. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Also man muss das Kap entdecken, haben wir jetzt quasi schon entdeckt. Dafür braucht man den Konquistador und erhält dann Kolonisten und 400 Kolonisten kommen dann zum Kap. Dann soll man das Kap kolonisieren und mit der Hauptstadt von Swahili verbinden. Das ist dann das große Ziel. Und dann bekommt man dort ein Handelszentrum und ein Handelsdepot kostenlos und einen Anspruch auf jede Provinz mit einem Handelszentrum in der Region Kongo und Zentralafrika. Und das ist dann das Thema. Man soll dann Handelsposten eben in diesen Regionen haben. 4 Provinzen sollen einem gehören, Kongo und Zentralafrika, damit man auf diese Art und Weise den Handel dort dominiert. Das ist hier so ein bisschen intern, da soll man also 5 Provinzen sogar ausbauen, in denen man Elfenbein hat, Werkstatt und Zahlhaus bauen, Kilwa selbst auf eine Entwicklung von Stufe 2 und Stadt,
Großprojekt Kilverstadt auf Stufe 2 bringen und dann 6 Manufakturen oder 6 Provinzen mit Manufakturen haben. Das hier, das ist eine Mission, die bei der es um den Handel in und um Sansibar geht, also der wichtige Knoten, historisch extrem bedeutsam. Dafür muss man erstmal eine Handelsflotte erschaffen, 25 leichte Schiffe. Dann muss man erobern in Richtung Norden, die Küste entlang, Mogadischu da oben bis zum Golf von Aden. Aber da muss man nicht erobern, sondern da muss man stärkste Handelsmacht im Golf von Aden werden. Oder 15% mindestens haben. Und dann bekommt man weitere Ansprüche auf Umschlagplätze Gujarat und Koromandel und natürlich noch Handelsvorteile. Und dann kann man Handelshegemon werden. Und da braucht man eine bestimmte Anzahl von Handelsmacht. Ihr seht es in Sansibar, Kap der Guten Hoffnung, Elfenbeinküste, 30% in Sambesi und im Golf von Aden und 10% dann in Gujarat und Koromandel, um dann diesen Bonus Handelseffizienz plus 15% zu erhalten. Nebenbei kann man auch noch Madagaskar erobern und dieser ganze rechte Strang, der beschäftigt sich eben mit dem Indischen Ozean, den man muss man erstmal erreichen, beziehungsweise ein Händler in diesen verschiedenen möglichen Provinzen haben, dann den Indischen Ozean erkunden, was wir jetzt durch das Aufdecken schon geschafft haben, und dann den Handel dort etablieren, also Händler im Bereich Malakka haben, stärkste Macht sein oder 5% haben, das Ähnliches bei den Molukken und dann mit China handeln und hier als kleine Krönung der alternativen Geschichtsschreibung Australien zu kolonisieren. Ganz wichtig bei diesen suahelischen Missionen ist noch dieses hier. Das ist so eine Sondermission. Verbindung zu Persien. Das baut auf einem Mythos, dass ein Vorfahr eines persischen Emirs, der Gründer dieses Reiches, hier war. Und das ist ganz spannend, was man hier schaffen muss. Man muss entweder, also es geht um diese alte persische Stadt Shiraz, die sich dort befindet. Man muss entweder das besitzen oder 20 beliebige Regimenter dort irgendwie stationieren, hinbekommen, wie man das auch immer macht. Oder der Besitzer von Shiraz ist ein Verbündeter oder ein Untertan. Wenn man das geschafft hat, dann gibt es eine Eventkette, schickt eine Gesandtschaft nach Persien, dann baut man dort oder baut man gegenseitig eine Botschaft aus, Botschaften und dann gibt es mehrere Zufallsevents, die beiden Seiten helfen können. Ganz interessantes Konzept. Ja, soweit hier zu diesen Suaheli oder Kilwa. Zu guter Letzt noch ein Wort zu den Zulu, die auch eine Rolle spielen. Historisch ja eigentlich erst im, ich glaube Anfang des 19. Jahrhunderts. Wenn der Spieler nicht eingreift, ist das auch so. Es gibt ein Event, Aufstieg der Zulu, das ab 1750 triggern kann. Sicher ab 1816 oder um 1816 herum. Die werden dann unabhängig und bekommen, ich weiß gar nicht, eine eigene Ideengruppe, eine nationale, die sie dann haben, sind wahrscheinlich militärisch sehr stark. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man Mutapa ist, und ich glaube auch noch andere ostafrikanische Länder haben das, so eine Art Entscheidung. Ich glaube, hier bei Mutapa ist es Teil des Missionsbaums, bin ich ganz sicher. Andere haben Entscheidungen, die Nguni zu bewaffnen. Und wenn man das tut, dann kann daraus auch dieses Event, der Aufstieg der Zulu, entstehen. Die KI wird allerdings diese Entscheidung nicht treffen. Also wenn man hier in der Region nicht aktiv ist und selber nicht eingreift, dann passiert das auch nicht. Dann kommt diese 1750 bzw. 1816 Regelung zum Tragen. Jo, wie gesagt, das waren jetzt nur 3 Länder von mindestens 10, die solche spezifischen Missionsbäume erhalten haben. Und wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, wenn man sich vielleicht auch mit ein bisschen der Geschichte von Afrika beschäftigt, dann kann man da, glaube ich, einige interessante Kampagnen hier noch erleben. In diesem Sinne beende ich dieses Video. Ich hoffe, euch gut informiert zu haben. Bis dahin, viel Spaß damit, macht's gut, euer Steinwallen.